Grüß euch, Gruller. Grüß euch, Gruller. Heute bei Grün und Schön gibt es einen guten Linseneintopf. Und wie ich den mache, zeige ich euch jetzt. Was brauchen wir für unseren Linseneintopf, der nebenbei vegetarisch ist? Schmeckt trotzdem gut. Wir brauchen 2 Karotten, 2 Zwiebeln, ungefähr 150 Gramm gewaschene Linsen, ein Sellerie, ein Lauch, 3-4 Kartoffeln, ein bisschen Petersil, Knoblauch, Zucker, Salz, ein bisschen Muskatnuss, Apfelessig und ein bisschen Weißwein und natürlich Gemüsebrühe. Und jetzt fangen wir an. Wir fangen jetzt an mit den Zwiebeln. Die braten wir in unseren Touch ganz langsam und vorsichtig an. Wirklich ganz langsam auf niedrigster Stufe. Damit es auch ein bisschen eine gewisse Süße kriegt, geben wir ein bisschen Zucker dazu, aber wirklich nur eine Prise oder zwei. Lassen das kurz karamellisieren und dann wird es kräftig gesalzen. Natürlich haben wir zuerst das ganze Suppengemüse mit den Kartoffeln anbraten, ganz grob ein bisschen. Und als nächstes kommt Salz dazu, weil das ganze Zeug ziemlich viel Salz frisst. So, wir haben das jetzt noch gesalzen. Jetzt löschen wir das einmal mit einem ordentlichen Schluck Weißwein an. Drehen das ganz kurz und lassen den Weißwein reduzieren. Und dann kommen schon die Linsen dazu. Gießen das mit dem halben Liter Gemüsebrühe auf. Wo es noch nicht schwimmt, wird noch mit Wasser aufgegossen. Und dann lassen wir das ungefähr 10 bis 15 Minuten dahin kochen. Dann sind die Grumpen und Linsen alles durch. Dann können wir schon essen. Nachdem wir das 15-20 Minuten gekocht haben, geben wir noch ein bisschen Muskatnuss dazu und einen Schuss Apfelessig. Gut für die Säure, Gesundheit. Drehen das nochmal um, lassen es nochmal Minuten köcheln und das können wir schon servieren. Zum Servieren nehmen wir noch ein bisschen Petersilie und dann ist der Eintopf fertig. Fertig ist ja der Linseneintopf. Wenn man kosten, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Gefällt mir da, aktiviert die Glocke, macht es noch und schreibt es uns. Mahlzeit! Arsch! Mmh,